herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Claire. Anlage. Übertreib es nicht, Kammerjäger. Sie ist ziemlich mächtig in dunkler Magie. Ah, die Hexe. Ist hier die Hexe? Warte mal. Hexengebräu. Ja. Hey, hab gehört, du kannst Hilfe gebrauchen. Das muss wohl der neue Bote sein, den ich angefordert habe. Ausgezeichnet. Sammle ein paar grüne Sumpfblütenpilze, damit ich mein Gebräu vollenden kann. Meine kleine Trüffelsucherin Pippi zeigt dir, wo du welche findest. Pippi. Aber Pippi kann die grünen leider nicht von den roten unterscheiden. Bring mir nur die grünen, Schätzchen. Läuft bei dir. Bringen wir es hinter uns. Willst du mich verarschen? Alter. 3000 Meilen. Boing, boing. Oh, der ist irgendwie voll süß. So mit seinem Busch auf dem Rücken. Batsch, 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 batsch. Komm zurück zum Brauritual. Aber da. Was soll da schon schief gehen? Bonk. Jetzt sei so gut, Schatz, und wirf die Pilze in meinen Doppelmuppel-Chaos-Kessel. Wow, der klingt ja richtig gefährlich. Doppelmuppel-Chaos. Mit diesen Pilzen werden meine Schergen mächtiger denn je. Lang leben die Kalypsos, meine dunklen Meister. Geht, meine Schergen! Zeigt ihnen die Macht von Azalias Gebräu! Ganz recht, ich weiß, wer du bist. Rutsch mir den Sumpf runter, Kammerdieb. Sie hat den Pakt gebrochen. Tja, dann hilft nichts, wir müssen sie ausschalten. Das Tor ist gut verhext, aber der alte Merle hat das vorausgesehen. Bring mir die anderen Sumpfblüten und wir kümmern uns darum. Jetzt ist mir auch klar, warum sie ihren Schwur und den Pakt gebrochen hat. Die Sirenenzwillinge anzubeten ist eine klare Verletzung unseres arkanen Mandats und so. Und so. Wir Hexer des siebten Alephs beten zum Knochenbrecher, zum Nachtspalter und zu all jenen unter dem Schlamm. Aber zwei Social Media Stars anzubeten, tja, es gibt auch dunkle Pfade, auf denen der alte Merle niemals
verwandelt wird. Sterbe jetzt! Wo denn? Ah, da. Sicher! Warum nicht? Was machst du denn, Haha? Badass am Arsch! Badass am Arsch. Alter, plus 4. Das ist ja heftig. Wir sehen uns im nächsten Teil. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ah, schön. Oh, hi. Ich zeig dir, was Dauerfeuer ist. Dim, 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 dim. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ja, ja. Vor ein paar Monaten habe ich hier im Kessel ein richtig zünftiges Knallgebräu gebraut. Schmeiß die Rotkappen rein und tritt zurück! Ich sag's ja. Ich hab auch ein bisschen von dem Knallgebräu in den Granatwerfer hier gepackt. So solltest du in ihren Sumpf kommen, ihre Kessel zerstören und uns ein für alle Mal von dieser üblen Hexe befreien können. Schnapp sie dir! Hab ich doch schon. Wer den Pakt bricht, der muss mit sofortigem Ausschluss aus dem Leben bezahlen. Auch bekannt als Tod. Feinde, ich habe Munition. Jeder hat seinen Preis. Das möchte ich behalten. Okay. Keine Fragen. Du kommst wieder. Ja, wahrscheinlich. Gut. Dann switche ich mal den Sniper mit dem. Oh ja. Der ist cool.
Aber wo muss ich jetzt hin? Wird mir gerade nicht angezeigt. Ich gehe einfach mal wieder da runter. Vielleicht kann ich jetzt... Ach so. Vorsicht da unten. In letzter Zeit gehen jede Menge grausiger Kreaturen bei ihr ein und aus. Gleich zurück. Uah, Hilfe. Schockig. Der nächste, bitte. Wir sind alle nur Schrott. Ja, du auf jeden Fall. Was ist denn jetzt her? Oh, ihr werdet sterben! Alter! Nein, ich wollte gerade einsteigen. Warte, ich lad nach. Bisschen empfindlich im Überfall. Was geht bei denen ab? Nein. Alter, wie viele sind denn hier? Warte, ich steig mal aus. Ich glaube, die kommen immer neu. Junge, Junge, wir sind ja echt viele. Die Familie leben kann. Aha.
sind Gewinner, Gönner. Lass dir doch eine Lebenszeit sein. Ich freue dich bei lebendigem Leibe für die Gottkönigin. Ja, hoffentlich treten wir bald gegeneinander an. Ah, da unten ist noch was. Hi. Hast du vergessen? Ich werde ewig leben! So, uiuiui. Hier geht's ja heiß her, ne? Wieso sind die wieder da? Der Kessel ist doch kaputt. Ja, also. Es kann losgehen. Und Schnitt. Schnitt. Und mein Bär ist deiner. Und das ist das Schicksal aller, die den Pakt missachten. Sie meinen, und ich können dir gar nicht genug danken, dass du uns von diesem missratenen Weib befreit hast. Ich will dir was dafür schenken. Hol es dir. Und? Ich weiß, das tut jetzt nichts zur Sache, aber sie hat auch immer ungenießbare Kekse zum wöchentlichen Pakt. Picknick mitgebracht. Den Kalypsos könnt ihr nicht aufhalten. Weint nicht um mich. 26. Echt jetzt? Wieso lachst du so einen fetten Bären an? Wo bist du? Ich seh ihn nicht. Ach ja, der Bär ist schon cooler. Zieh nicht so auf mich. Gut, dann haben wir das auch wieder. Dung, dung. Dung. Ich hab den Granatenmord hier mit Knallgebräu getränkt
hoffe, du findest daran Gefallen. Du hast der Schickse gezeigt, wo es lang geht. Ich meine Hexe. Was habe ich gesagt? Ach, egal. Sie ist tot. Ja, okay. Jetzt noch gefeuert. Ah. Ah. Wie zufällig. Aurelia, das eiskalte Miststück hat mich gefeuert. Nicht mal meinen Lohn hat sie mir ausgezahlt. Ich habe nur diesen scheiß alten Wein hier bekommen. Bäh, schmeckt wie Cyanid. Du suchst nach Belastungsmaterial? Ich habe was in der verlassenen Hütte versteckt. Baldwin hat ein paar ganz schön üble Aufnahmen von ihr gemacht. Oh nein, das war Cyanid. Oh, oh. Wie weiß sie, wie Cyanid schmeckt? Aber egal, also ich hätte von der wirklich nichts gemacht. So. Ja, ist hier gut. So, also Granatwerfer. Projektilschaden. Schock. Ist das das, was er... Okay, kann man aufladen, aber was... Laden erhöht die Projektilschaden, die Geschwindigkeit und den Radius von indirekten Schaden. Okay. Ladekrabbe. Ach so, die schießen dann auch nochmal. Ah, ist ja cool. Gut. Durchsuche die verlassene Hütte. Das werden wir natürlich tun, solange hier noch alles aufgeräumt ist. Den Fähigkeitspunkt werde ich gleich machen. Wie komme ich da hoch? Ah. Ups. Nicht von hier? Doch von hier. Ein gutes Gefühl, wenn diese KDK-Spinner nicht mehr senden können. Ein Punkt für die Raiders. Wie steht's denn so in den Borderlands? Sind ein paar harte Welten da draußen, aber ich weiß, ihr... Gut, komme ich da hoch? Bestimmt nicht. Schade. So. Da komme ich auch nicht hoch. Dann schauen wir mal... Aha. Nicht mal der Iron Bear kann das einschlagen. Ha! Hä? Ich bin's! Maus? Du hast
Hä? Wir haben doch die Kralle. Und wieso sind wir jetzt hier wieder alle da? Das ist doch kacke. Es kann losgehen. Nein. Wieso sind jetzt alle wieder hier? Angelegt. Fertig jetzt? Oh Gott. Schon bekannt, ja, okay. Schlagen wir es kaputt. Ja, jetzt geht's oder was? Und bei dem anderen nicht? Warte mal, ich geh nochmal hin. Sieht unzerstörbar aus. Hä? Bekomme ich nochmal so eine Faust? Oder was? Wäre ja langweilig. Na ja, egal. So, ich muss da hoch. So. Gut. Und dann... Du verarsch mich, oder? Schauen wir mal weiter. Ah, hier waren wir ja auch schon. Ja. Hi. Bye bye. Meine Wut diente einer höheren Macht. Mhm. Ich verlange eine Himmelsbestattung. Die schießt zurück. Mhm. Ich bin erstaunt, dass du deinem Bruder das antust. Kommt mir etwas...
Sirenenratte ins Bett und bringt meinen Vater um, nur um reicher als Alistair zu sein. Ich war immer etwas einsam, ohne überlebende nahe Verwandtschaft, aber langsam sehe ich die Sache anders. Bring mir das Echo. Okay, das ist ekelhaft. Ganz nett, ganz nett. Gut, dann, ja, danke fürs Zuschauen. Sorry, dass, ja, dass ich nicht so viel gelabert habe, aber beim Dauerfeuer kann man nicht viel quatschen. Oh, das ist ein Vulkan. Da drüben. Kann ich den anschießen? Nee. Gut, dann, ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.